Hi guys, my name is Jacqueline, and today we're going to talk about the letter V. Der Buchstabe V. The letter V is pronounced in a different way than in English. Many English speakers tend to pronounce it in the English way, which is wrong in German. The letter V in German is pronounced like an F. However, there are some exceptions. We have quite a few foreign words in German, and those foreign words have a different pronunciation. The V is not pronounced like an F, but like the English V. First, I will give you some German words that have the letter V in them. Then I'm going to give you some foreign words that start with the letter V, which we also use in German. So let's get started. Der Vater. The father. Der Vater. Mein Vater ist groß. My father is tall. Mein Vater ist groß. Der Vogel. The bird. Der Vogel. Der Vogel singt. The bird is singing. Der Vogel singt. Die Versicherung. The insurance. Die Versicherung. Die Versicherung ist teuer. The insurance is expensive. Die Versicherung ist teuer. Der Verkehr. The traffic. Der Verkehr. Auf der Straße ist viel Verkehr. There's a lot of traffic on the road. Auf der Straße ist viel Verkehr. Die Verdauung. The digestion. Die Verdauung. Ich habe eine schlechte Verdauung. I have a poor digestion. Ich habe eine schlechte Verdauung. Vermissen. To miss somebody. Vermissen. Wir vermissen dich. We miss you. Wir vermissen dich. Vergessen. To forget. Vergessen. Ich vergesse oft die Schlüssel. I often forget the keys. Ich vergesse oft die Schlüssel. Verzeihen. To forgive. Verzeihen. Sie verzeiht ihm. She forgives him. Sie verzeiht ihm. Viel, a lot. Viel. Er hat viel zu tun. He has a lot to do. Er hat viel zu tun. Von. From, by, of. Von. Das Buch ist von Ken Follett. The book was written by Ken Follett. Das Buch ist von Ken Follett. Or Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin is the capital of Germany. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Voll. Full. Voll. Das Glas ist voll. The glass is full. Das Glas ist voll. Vor. In front of, before. Vor. Das Auto steht vor dem Haus. The car is in front of the house. Das Auto steht vor dem Haus.
We say is standing when we're talking about objects that are in a standing or upright position. Der Verein, the club. Der Verein. Der Verein hat 20 Mitglieder. The club has 20 members. Der Verein hat 20 Mitglieder. Vier. Four. Vier. Ich kaufe 4 Bananen. I'm buying 4 bananas. Ich kaufe 4 Bananen. Verfolgen. To pursue. Verfolgen. Der Polizist verfolgt den Dieb. The police officer is pursuing the thief. Der Polizist verfolgt den Dieb. Die Verbindung. The connection. Die Verbindung. Die Verbindung ist schlecht. The connection is poor. Die Verbindung ist schlecht. Verheiratet sein. To be married. Verheiratet sein. Paul ist verheiratet. Paul is married. Paul ist verheiratet. Brav sein. To be well behaved. Brav sein. Timo ist sehr brav. Timo is well behaved. Timo ist sehr brav. So now you know a couple of German words that start with the letter V. Now I'm going to give you some examples of foreign words that we use in the German language that start with the letter V, which are pronounced like the English V. Das Verb, the verb. Das Verb. Gehen ist ein Verb. To go is a verb. Gehen ist ein Verb. Die Vase, the vase. Die Vase. Die Blumen sind in der Vase. The flowers are in the vase. Die Blumen sind in der Vase. Die Universität. The university. Die Universität. Die Universität von Paris ist alt. The University of Paris is old. Die Universität von Paris ist alt. Der Vegetarier. The vegetarian. Der Vegetarier. This is the male form because of the article der. The female form would be die Vegetarierin. Die Vegetarierin. Ein Vegetarier isst kein Fleisch. A vegetarian doesn't eat meat. Ein Vegetarier isst kein Fleisch. Or eine Vegetarierin isst kein Fleisch. A vegetarian doesn't eat meat. Eine Vegetarierin isst kein Fleisch. Der Veganer. The vegan. Der Veganer. The female form would be die Veganerin. Martin ist Veganer. Martin is a vegan. Martin ist Veganer. Or Tina ist Veganerin. Tina is a vegan. Tina ist Veganerin. Die Evakuierung. The evacuation.
Die Evakuierung. Die Evakuierung war schwierig. The evacuation was difficult. Die Evakuierung war schwierig. Der Vulkan. The volcano. Der Vulkan. Der Vulkan ist aktiv. The volcano is active. Der Vulkan ist aktiv. Reservieren. To book or to reserve. Reservieren. Richard reserviert einen Tisch. Richard is booking a table. Richard reserviert einen Tisch. Die Revolution. The Revolution. Die Revolution. Die Revolution ist zu Ende. The Revolution is over. Die Revolution ist zu Ende. I hope you now have a better idea of how to pronounce German words with the letter V. V. Remember that in most of the words, the V is pronounced like an F. Just in the foreign words, the V is pronounced like the English V. Thanks for joining me today. If you want more practice, you can find over 600 PDF worksheets as well as over 12,000 interactive exercises on Lingoni.com. You'll be able to improve your reading, writing, and listening skills and even practice pronunciation. Bis zum nächsten Mal. Ciao!